Ja, leider kommt dieses Einheitspatent. Es hat hier leider nicht gereicht, den Widerstand, den wir organisiert haben, zu einer Mehrheit auszugestalten. Dieses Einheitspatent steht im Interesse großer Konzerne, großer Pharmakonzerne, aber auch großer Saatgutkonzerne und großer Konzerne, die bereits Pflanzen, Saatgut, aber auch Tiere patentieren wollen. Und das ist natürlich, geht alles zu Lasten kleinen Landwirte, die selber Saatgut produzieren, die selber Zuchtprogramme haben. Das geht zu Lasten unserer Landwirtschaft, das geht zu Lasten unserer kleinen und mittelständischen Betriebe, die im Bereich etwa der Pharmaforschung tätig sind. Und da wird zugeschaut. Schon wieder fährt die Europäische Union im Interesse der Großkonzerne über die Kleinen drüber. Und Österreich leistet keinen Widerstand. Das ist ja das, was ich meiner Regierung permanent vorwerfe, dass hier kein Widerstand geleistet wird. Ganz im Gegenteil, sie spielen sogar noch mit. Und letztlich werden auch die kleinen und mittelständischen Betriebe in Zukunft von großen Konzernen sehr leicht gezwungen werden können, ihre Patente vom Markt zu nehmen oder schlicht und einfach die Patente zu veräußern, weil sie sich die teuren Verfahren gegen die Konzerne gar nicht leisten konnten. Und der Schlusspunkt ist auch, dass dieses einheitliche europäische Patent regionale Patente, die ja im Interesse etwa eines kleinen Landes wie Österreich waren, diese einheitlichen Patente natürlich eine derartige regionale Begrenzung nicht mehr zulassen. Und das läuft alles gegen österreichische Interessen und es ist kaum ein Widerstand da. Ganz im Gegenteil, die sogenannten Wirtschaftsvertreter der EVP, das heißt also auch der Österreichischen Volkspartei, haben hier sogar noch mitgestimmt. Dass die Roten hier überall mitmachen, ist ja kein Wunder. Und dass die Grünen da überall dabei sind, ist auch kein Wunder. Aber dass die ÖVP die Interessen der Landwirte und der kleinen und mittelständischen Wirtschaft dermaßen verrät, das ist mittlerweile, glaube ich, schon nicht mehr nachvollziehbar.